Ich glaube Wand, ne? Weil wir haben den Gang, weil er hat den Gang vermint. Es war ja viel zu spannend. Wir konnten ja nicht aufhören. Wir wollten ja aufhören, ne, wenn wir mal wieder hier so ein bisschen laufen können. Es war einfach viel zu krass. Es war einfach viel zu krass, Leute. Genau, Nick, unser Boy. Fingers crossed. Ich sehe hier nichts draufkommen, aber ich höre sie. Sieht aus, als hätten die da unten viel mehr Spaß, als wir hier oben. Over. Spaß. Macht nichts, solange sie ihre Party alleine feiern. Die Kameras drinnen haben nichts gesehen. Over. Augen auf. Spaß ist das nicht, Alter. Untersuchen. Ich untersuche. Nick! Okay. C, Durst. Durst? Ach nee, wahrscheinlich Durst. Mr. Durst, Captain Durst. Schön, Prophezeiung. Er wird sterben. Goddammit. Funde, Katalog 1, Buch. Ja, okay. Okay, okay, okay. Das Whispering von eben geht auch weiter. Sehr schön. R73. Oh, scheiße. Leute, wisst ihr noch, was beim letzten Mal für Buchstaben alles da waren? Das war ja dieses schöne Bingo-Spiel, ne? Ich weiß es nicht mehr. R19 oder R29? Oder so? Oder... irgendwas mit A, glaube ich, auch. Scheißendreck. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß das gar nicht mehr. Man kann ja nicht mal hochscrollen. Okay. Hätte ich mal doch so eine Bingo-Karte geschrieben. Scheiße. Nicht so weit. Oh. Wenn sie uns angreifen, dann wahrscheinlich vom Abgrund aus. Wenn? Noch so optimistisch, Lieutenant? Wir wissen überhaupt nichts von unserem Feind. Wir kennen weder Gebiet noch Truppengröße. Wir sind arm dran. Keine Ahnung, wie lange die Tore sie aufhalten. Ich hoffe auf das Funkgerät. Wir reparieren es, rufen Verstärkung, sorgen für Gleichgewicht. Sollte da oben ein Funksender sein, wird er nicht allzu weit reichen. Verdammt! Hätte Eric Luftunterstützung erbeten, würden die das Signal empfangen. In den Arsch gefickt vom Obermacker. Eric, stimmt. Ah, aber ne, so redet man jetzt hier nicht von, über seinen Vorgesetzten, der ein bisschen aufgespießt worden ist. Okay, die Steintafel hatten wir mit dem Bingo. Ja, ist alles cool. Hier haben wir jetzt noch einen Hinweis. Neue Funde zum Katalogisieren, Tonkrüge, Knochenpfeife, Dolch verziert sitzende nackte Statue, Sternensymbol. Notes! Ich wusste es. Die Probe trotzt unseres Verständnisses von Biologie. Wie lange leben die Wesen schon unter unseren Füßen? Wachen sie alle paar hundert Jahre auf, um sich an uns zu laben? Den Arkadern waren sie ein Begriff, wenn auch nur als alte Erinnerung. Pazuzu ist eindeutig nach ihrem Vorbild entstanden. Ich vermute, dass die gesamte Folklore der Menschheit durch ihren Angriff inspiriert wurde. Ein Urmythos, den alle Kulturen gemein haben. Der geflügelte Dämon, der gehörnte Satyr, der Minotauros, der Vampir. Geil. Ja, okay, jetzt sind Vampire. Also jetzt hier alle wenigstens on board. Wir sind so am Arsch, Alter. Lass mich mal durch, komm. Psst. Hey, Chef, komm. Ich. Na, okay. Warte mal. Kann ich hier... Nee, können wir nicht. Okay, wir checken das Funkgerät. Nevermind, wir checken eine... Tabelle. Krankengeschichte, Mary, Temperatur 38,6, schwitzt, Kochsalzlösung bekommen, Patientin wach, nicht ansprechbar, Puls bei 152, Patientin schwitzt und zeigt Anzeichen von Gelbsucht, nicht ansprechbar, Fiebermittel zeigen keine Wirkung,
Temperatur 38,3, Puls 165, kurze Phase der Klarheit, sagt sie ab Vision der Dunkelheit und können die Farbe rot schmecken. Verliert das Bewusstsein, 1 Uhr nachts erwacht, schreit über Monster in der Dunkelheit, Fieber steigt, Ton zunehmend gelb verfärbt, Temperatur 38,3, Puls immer noch schnell, 150 schläft. Anmerkung, 2 Tage seit Kontakt zu Kreatur. Leute, wir haben das eine Mädel, was wir retten wollten. 2 Tage. Das heißt, dass wir sie mitgenommen haben und nicht zurückgelassen haben, ist vielleicht doch gut, weil sie nicht unbedingt sofort sterben wird. Weil wenn das hier nämlich Tage dauert, dann hat sie vielleicht eine Chance. Vielleicht. Oder es läuft so wie in The Quarry. Aber das geht doch sehr viel schneller. Und wir werden alle sterben. Oh Gott. Okay. Tür hält. Wir haben beim letzten Mal auch den Stolperdraht. Oh Gott, ich darf den nicht auslösen, ne? Also ich selbst darf nicht drüber trippen und... Okay. So. Raffiniert. Eine Dickseite. Ausgrabung, um Grabräuber abzulenken. Sie wussten, dass hier unten was Besonderes war. Fake Dickseite. Okay. Mal ein bisschen Leute beim Buseln. Und jetzt das Funkgerät. Du musst mir helfen, das Ding zum Laufen zu bringen. Ach du Scheiße. Danke. Das Zeug bringt dich noch um. Klar, weil gerade nichts mein Leben so bedroht wie das Rauchen. Wo ist mein Feuerzeug hin? Das hat... Das Mädel, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß. Nur ein Geistersignal. Selbst ohne Sender empfängt ein Funkgerät schwache Signale. Sind nur Geister. Dann reparier den Sender. Wenn wir ein Signal herstellen und CENTCOM rufen können, dann ist's nicht mehr weit bis nach Hause. Ihr Pisser, kriegt das doch nie. Er lebt! Was zur Hölle, Lazarus? Ich fass es nicht. Zurück von den Toten. Corporal Mervyn, am besten du bleibst hier und erholst dich mal. Und ihr habt den ganzen Spaß? Niemals. Ich erkläre euch ganz langsam, was Sache ist. Ich bin der einzige Mechaniker hier. Das nennt man einen verdammten No-Brainer. Der war doch schwer verletzt. Ey, jetzt macht hier nicht Keilerei zwischen euch. Das sind Vampire, Mann. Aber wir waren ja nett zu Salim. Also vielleicht sagt er jetzt auch... Lass mal nicht machen. Nein. Ja. Nicht Feinde, Digga. Ja. Ja. Danke, Salim. Salim. Entgegnend. Ismani. Arguk Ismani. Atalul Amerikan. Kanu hai utalunana. Ichras. Wimshu alai. Alter, er schieß ihn. Khalis. La. Ent Ismani. Du raati. Ja, imma timshu alai. Ja, imma khalik hena wat affin. Ich tar. Knall ihn ab. Moi lanak. Wahed nafsak. An hauden. Bestimmt, weil wir ihn davor, ne? Wir haben ja, wir waren ja dicke miteinander. Ne? Wir waren ja Bros. Schalt ihn ab. Ah, fuck. Nee. Nicht gut. Uns läuft die Zeit davon. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich gehe mal eben spazieren. Ja,
Aussicht genießen. Ja, ist ja schöner. Ich brauche 2 Minuten. 2 Minuten? Willst du es zweimal machen? 1-0 für den Lieutenant. Nein! Oh, du Pisser! Das Funkgerät! Hau eine Nachricht raus! Hier spricht Mainman 2-1 und Coyote 2. Fordern Evakuierung, over! Wenn jemand da draußen ist, wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Rettung und zwar sofort, over! Die Luftunterstützung! Ihr müsst uns hier rausholen! Wir sind unter der LZ gefangen. Viele nicht identifizierte Feinde. Wir müssen hier schnellstens verschwinden. Over! Alles klar, Mailman 2-1. Verstanden. Warten. Nein! Scheiße! Ah! Mann, ey, das ist ja einfach... Hätte ich den irgendwie mal killen können? Vielleicht. So eine... Ja, danke. Flanke angreifen. Nur so werden wir diesen Clown endlich los. Gib mir Deckung! Jawohl! Okay, okay, okay. Ah, lad mal schön nach. Seine Flanke! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, Fokus, 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 jawohl. Ich glaube, das Schwierigste sind diese links, rechts, oben, unten Dinger. Okay. Schön drauf achten, weiß, 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 weiß. Die wechseln das, die Scheine, die wechseln das. Krieg keinen guten Schuss! Oh, ja. Ja, sauber. Na, wen haben wir denn da? Jetzt laber nicht, drück ab, Alter. Ich habe ihn abgeschossen. Sie haben Marvin? Ach, drück die Schulter dagegen! Ich sehe keine Iraker. Wenn sie schlau sind, bleiben sie zurück. Hier drin geht's gleich richtig ab. Halt! Rachel? Rachel? Yes. Got him. Überrascht dich das? Nun, ein bisschen. Ich hab gesehen, wie die dich... Wo ist Eric? Nicht mehr da. Er ist tot? Du kommst drüber weg, Rachel. Oh. Oh. Du kommst drüber hinweg. Das hat er echt nicht verdient.
mit ihm passiert? Rachel, Sag's mir. Ich hab vergessen. Ich starb beim Versuch, dich zu retten. Ich hab das Seil nicht durchgeschnitten. Scheiße. Er hat nie aufgegeben. Das Seil war schwach. Eric nicht. Was ist los mit ihr? Sie ist infiziert. Sie wird zu einem dieser Dinger. Warum ist sie jetzt hier? Sie braucht Hilfe. Ihr hilft nichts mehr. Sie sollte nicht hier sein. Stimmt. Wir müssen... Warte! Das dauert 2 Tage. Sie gehört zu uns. Aus dem Weg, Rachel. Wir müssen ihr doch irgendwie helfen können. Verdammt. Es ist nicht zu spät. Wir können sie noch retten. Verrückt, alle beide. Das war's. Lass jetzt Gefühle mal außen vor. Denk drüber nach, Nick. Aber in diesem Brief, in dem Ding, da stand 2 Tage hat es gedauert, seit ihr im Kontakt. Zeigen Sie Gnade, bitte. Ich zeige doch Gnade. Fuck. 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 Das ist eure Schuld. Ins Vorratszelt mit ihr. Sofort. Junge, rein mit einer Ibo und einem Red Bull, dann geht es wieder. Waffe. Sparen Sie eine Kugel für Sie auf. Leute, Rückzug zum Haupttempel! Wir haben ja hier Sprengstoff gelegt. Nee, war das hier? Nee, das war ein anderer Gang, ne? Ja, der ist immer noch... Der macht nicht mehr lange. Wir brauchen den Generator! Ohne ihn sind wir blind! Helft mir! Von den Dingern darf keins hier durch! Die sind doch schon drin! Hier kann niemand mehr rein! Egal, was auf der Einladung steht! Und dann dagegen drücken. Haltet das Tor! Ich werfe den Generator an! Clarice! Scheiße, ist die eine von denen? Es ist niemand daheim! Das ist nicht der Generator. Fuck, das fehlt uns noch. Vor allem, wie viele gibt es denn von denen? Holy shit. Gibt es hier Minen? Leider nicht ausreichend. Ich kann immer noch kämpfen. Nein, kannst du nicht. Na komm, gehen wir. Ja. Fuck! Diese Dinger wollen wirklich unbedingt hier rein! Wir brauchen den Generator sofort! Sonst sind wir am Arsch! Ey, ich hab das Gefühl, ich schaff das nicht lebendig da raus, ne? Geht euch wahrscheinlich auch so. Das ist unser Haus! Wir bestimmen! Junge, komm! Wer hat den Wichser nicht auf? Sie brechen durch. Was ballerst du denn da? Schlimmer als Ratten. Junge, Fokus, Fokus. Nein. Fuck. Das kann doch nicht wahr sein. Zug! Jemand was dagegen?
Wenn jemand Ideen hat, dann raus damit! Komm schon, komm schon. Es muss doch etwas geben. Warte. Ja! Okay, gehen wir in die Katakomben. Wir müssen runter. Runter? Da geht's nicht raus. Checkst du das nicht? Entweder das oder wir sterben genau hier. Alle Mann, los zum Astor! Leider nämlich genau das. Hier? Nee, wir haben also viel da, aber wir haben noch mehr gesehen. Zurückziehen. Run. Run. Okay, das sind wie gegen Feuer. Okay, wir sind Nicky Boy. Oh ne, jetzt muss ich. Oh mein Gott. Bleibt an der Wand! Ich glaube Wand, ne? Weil wir haben den Gang, weil er hat den Gang vermint. Rachel! Los, Marine! Er hat die Gänge vermint. Nicht die Mitte. Ich hatte ihn ja entscheiden lassen. Ich wusste ja, was es war. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Ich habe nur noch die zwei Leute. Ich wusste echt nicht mehr, was war. Ich dachte... Ja, Nick, wir haben Mist gebaut. Aber jetzt müssen wir unbedingt Abstand zu diesen Dingern gewinnen. Wir haben Rachel getötet. Shh. Leise. Oh, fuck. Ich glaube, ich höre sie. Oh, jetzt kommt die Art. Also. Die Explosion hat uns abgeschnitten. Wir sollten weitergehen. Nein, nicht die Kacktröte. Hallo nochmal. Mein Chef ist sauer. Ja, das sehe ich. Was ist da passiert? Dein Freund ist mir ein bisschen zu schreckhaft. Das macht mich nervös. Die Waffe runternehmen könnte helfen, alle zu entspannen. Wie wär's mit deiner Übersetzung? Er soll die Waffe wegstecken. Du gibst mir hier keine Befehle. Bist du da sicher? Nur ein Mox. Wackes Pisser. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein könnten, wenn diese Uniformen nicht wären. Was, Ahban? Klappe! Alter, kill den, der muss weg. Wir legen diese Penner um. Dieses Mal immerhin von vorne. Nick, kümmere dich darum.